Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu Sonntagmorgen. Schön, dass du mitmachst. Wir bewegen uns durch, kräftigen uns und machen uns bereit für den Tag. Vielleicht machst du dieses Workout ja auch erst am Nachmittag oder Abend. Ist auch okay. Natürlich kannst du es jederzeit in deinen Tagesablauf einbauen. Und wir starten natürlich in einer aufrechten Position. Hüft schmal geöffnet. Ich komme so ein bisschen seitlich zu dir, dann kannst du besser verfolgen, was ich so mache. Richte dein Brustbein auf und jetzt stütz deine Hände in den unteren Rücken und zieh die Schultern zurück. Ganz wichtig, das Aufdehnen der vorderen Linie, denn die Brustmuskeln verkürzen auf dem Alltag, auch der Bauch verkürzt auf dem Alltag. Also Knie strecken, Ellbogen zurückziehen, einatmen und ausatmen, rund werden und jetzt beug deine Knie, nimm die Schulter nach vorne, die Handrücken nach vorne und lass den Kopf ganz sanft hängen. Nochmal einatmen, stütz dich ein, heb dein Brustbein und Mund aus und lass dich hängen. Mach das einfach ein paar Mal und zwar wirklich in deinem eigenen Bewegungsrhythmus, deinem Atemrhythmus. Einatmen, öffnen und ausatmen, ganz entspannt rund werden. Dann kommst du ganz langsam wieder nach oben zum Stehen, lässt die Schultern fallen und Knie anbeugen, ganz weit nach rechts, so weit wie es geht und mit dem nächsten Ausatmen ganz weit nach links. Wir fangen natürlich klein an in den Bewegungen und steigern uns dann ein bisschen, während wir uns so bewegen. Versuch beide Füße ganz gleichmäßig mit dem Boden verwurzelt zu halten. Nur deine Brustwirbelsäule seitlich bewegen. Auch wirklich daran denken, nur seitlich dich zu beugen und nicht nach vorne. Letztes Mal noch. Und dann kommst du wieder zur Mitte zurück und lässt locker ein Bein ein Stück zurücksetzen. Ich mache wieder ein bisschen seitlich mit. Du kannst gern so bleiben. Vorne beugen, hinten strecken, Fußspitzen zeigen in eine Richtung. Jetzt atmest du ein, öffnest noch einmal dein Brustbein, wie vorher eigentlich. Daumen zeigen zurück, auch die Armlinie spüren, die Dehnung hier. Und mit dem Ausatmen nimmst du die Füße wieder parallel zueinander, Fingerspitzen nach innen, rund werden. Einatmen, dein anderes Bein jetzt zurücksetzen, vorne beugen, hinten strecken und mit dem Ausatmen wieder rund werden. Bleib auch hier in deinem Rhythmus. Geht. Immer so machen, wie du dich wohlfühlst. Alles ist richtig. Letztes Mal noch, wenn du wieder gleichseitig bist, bleibst du mit den Armen oben, setzt die Füße in die Hüftbreite oder etwas breitere Position, ziehst mit der linken dein rechtes Handgelenk, beuge rechts dein Knie, atme aus und wechseln, ausatmen. Ganze Seite lang ziehen, Seitenlinie deines Körpers. Und jede Seite noch einmal. Dann kommst du zur Mitte zurück,
löst die Arme. Nimmst deine Finger zusammen, also kreuzt die Finger und jetzt drehst du deinen Oberkörper nach rechts und links. Schau mal, die Fußspitzen zeigen nach außen und nimm deine Ellbogen richtig bewusst mit nach hinten. Dreh dich. Nimm deinen Blick auch mit. Lass deine Arme dann los und verlagere dein Körpergewicht nach rechts und links. Von der Fußspitze auf die Ferse abrollen. Jetzt mobilisierst du auch schon dein Hüftgelenk hier. Natürlich Fußgelenk, Kniegelenk. Ganz leise abrollen, hin und her. Und ruhig ein bisschen schneller werden, sodass auch dein Kreislauf etwas in Schwung kommt. Hin und her. Kleiner werden. Dann gehst du auf dein rechtes Bein, bleibst hier. Hebst dein linkes Knie, rechten Arm zur Seite, kraftvoll. Und jetzt Knie nach außen. Komm mit deinem linken Knie hoch, drücke mit dem Handballen auf den Oberschenkel, atme aus, spür deine Bauchmuskeln, Rücken gerade. Einatmen und wieder zur Mitte. Hier. Ausatmen und Druck. Und wieder ein, öffnen. Und aus. Noch zweimal schrägen Bauchmuskeln, Gleichgewicht spüren. Letztes Mal. Und in die Mitte kommen, kurz auslockern, entspannen. Deinen Rücken rund werden lassen. Nochmal gerade ziehen. Noch einmal rund. Und ganz gerade, jetzt bleibst du hier. Schultern zurück, diagonal nach vorne mit deinem Oberkörper. Die Hände schließen die Handflächen. Und jetzt drehst du dich nur mit dem Oberkörper. Ausatmen zur einen Seite, ein Mitte und aus zur anderen. Ein Mitte. Spür Bauch- und Rückenmuskeln. Wichtig ist Schultern zurück, Rücken gerade und leicht nach vorne beugen. Das Körpergewicht eher auf deine Fersen verlagern. Jetzt noch, letzten zwei und langsam wieder zur Mitte zurückkommen, linkes Bein nach oben, rechtes Bein nach oben, linken Arm und ausatmen, Handballen drückt an den Oberschenkel, einatmen und wieder zurück und aus. Du kannst jederzeit unten tippen, wie es für dich okay ist. Richtig festdrücken, die Bauchmuskeln spüren. Ein letztes Mal noch. Druck, Druck, Druck. Und wieder zur Mitte kommen. Locker lassen, entspannen, Rück auslockern. Und jetzt setzt du dich mit geradem Rücken nach unten. Das heißt, dein Gesäß geht tief, Oberschenkel vielleicht sogar waagrecht zum Boden. Du kannst immer entscheiden, wie weit hast du die Beine geöffnet.
Das sollte nicht passieren. Denk dran, die Knie zeigen Richtung Fußspitzen. Kannst jederzeit etwas mehr schließen. Komm wieder hoch und spann dein Gesäß an. Komm nochmal tief und Gesäß anspannen. Und wenn du das nächste Mal hochgehst, hebst du dein rechtes Bein jetzt nach oben und versuchst die Ferse Richtung Gesäß zu ziehen. Geht? Nochmal tief. Und dann links nach oben, Ferse Richtung Gesäß. Po spüren. Nochmal tief. Und hoch. Beinkraft. Hier Gesäßkraft. Gleichgewicht. Du kannst dich jederzeit auch irgendwo festhalten. An der Wand, am Stuhl, wo auch immer. Geht. Bleib mal drei unten. Drei, zwei, einen. Komm hoch. Drei, zwei, einen. Komm hoch. Drei, zwei, einen. Nach oben. Super. Dann bleib dein rechtes Bein hier, halte dich wirklich irgendwo fest, wenn du willst, und hebe und senke, bis du den Po spürst. Fünf, vier, 3, 2, 1 und dann kommst du noch mal tief. 3, 2 und wechselst. Komm hoch und hoch und tief. Hier spüren. Gehen noch 5, 5, 4, 3, 2, 1 und lösen. Füße abrollen. Ganz locker von der Fußspitze auf die Ferse. Richte dich nochmal auf. Du kannst etwas höher federn, du kannst aber auch ganz klein unten bleiben. Beine lockern. Und jetzt nimmst du deine Arme zur Seite, schiebst sie so richtig fest nach außen und machst ganz kleine Kreise nach vorne. Spür deine Schultern. Immer noch abrollen, so hoch, wie es für dich jetzt passt. Vielleicht mehr, vielleicht auch weniger. Nacken ist entspannt. Und dann kreist du nach hinten, ganz kleine zurück. Komm, komm. Spannung in die Arme. Immer noch atmen. Acht, sieben. 6, 5, 4, 3, 2. Gehen am Platz. Halten, dreh deine Handflächen zu mir. Und jetzt machst du noch ganz klein nach hinten. Richtig. Rück schneller, rück, rück, rück. Spür die Muskeln zwischen deinen Schulterblättern, die dich aufrichten für den Tag oder was auch immer noch heute kommt. Immer noch weitergehen.
letzten 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, einen und lösen. Locker lassen, schütteln. Eine letzte Minute Gas geben. Und zwar kannst du jetzt entweder gehen und Knie so richtig hochziehen oder du trippelst am Platz. Richte dich auf, denk dir die Krone auf dem Kopf und gib noch mal ein bisschen mehr Gas jetzt. Zum Wachwerden und auch gerne jetzt im Rhythmus. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Sehr gut. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und gehen. Locker dich aus, immer schön nochmal schütteln, auch die Arme auslockern. Bleib kurz auf links stehen und locker dein rechtes Bein. Richtig Fußgelenk, Hüftgelenk, Kniegelenk raus aus deiner Hüfte. Und die andere Seite, mal kurz vergleichen. Anders, oder? Hier kurz auslockern. Also kurze Lockerungsübungen sind übrigens im Alltag auch immer wieder schön, wenn es nur wirklich kurz ist. Lösen den Arm, die Schulter, auch die andere Seite ganz entspannt. Und nochmal lösen. Gut, einatmen. Arme zurück, Brustbein aufmachen, ein Bein zurück, Fußspitzen nach vorne, vorne beugen, hinten strecken, ganze Vorderseite aufmachen. Kannst die Arme auch tiefer nehmen, da wo es für dich jetzt angenehm ist. Dann atme aus, Finger kreuzen, Rücken rund. Einatmen die andere Seite, Fußspitzen nach vorne. Handflächen nach vorne, richtig aufdehnen, vorne beugen. Nochmal wieder vorkommen, den Rücken ganz rund werden lassen, Kopf rein. Dann einatmen, nach oben die Arme. Schultern tief rechts und links langziehen. Nochmal rechts und links im Wechsel strecken, Arme lösen, ausatmen, Schultern hoch, einatmen, tief, aus, ein, noch einmal aus und die Schulter nach hinten unten fallen lassen. Vielleicht magst du dich nochmal ausschütteln, lockern, auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, du bist fit für den Tag, was auch immer heute für ein Tag ist. Vielleicht ist es auch nur der Nachmittag, für den du fit bist, oder der Abend. Wenn es dir gefallen hat, ich freue mich natürlich über ein Gefällt mir, über einen netten Kommentar unten. Vielleicht hast du auch Lust, meine Arbeit zu unterstützen. Dankeschön. Den Link würdest du auch unten finden. Da heißt es Deine Unterstützung. Wenn du mich monatlich mit Was es dir wert ist unterstützen möchtest, freue ich mich. Zum Beispiel 2,50 Euro oder 5 Euro oder 10 20, 50, was du willst, du kannst es auch jederzeit abändern. Du kannst natürlich meinen Kanal auch abonnieren, das ist kostenfrei. Gerne, gerne, gerne weitersagen, die Videos teilen oder an Freunde weiterschicken, damit sich möglichst viele Menschen bewegen. Oder wir sehen uns ganz einfach so bei unserem nächsten gemeinsamen Training. Ich freue mich schon. Bis dann.